Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 44.000 US-Dollar. Wir haben einen leichten Abverkauf heute Nacht gesehen. Es hat aber nichts daran geändert, dass wir weiterhin auf unserer Trendlinie momentan uns nach oben hin bewegen. Also alles immer noch absolut im Rahmen. Die Altcoins hat es dafür viel, viel deutlicher erwischt. Vor allem Matic und sowas oder Chainlink, die haben alle jetzt mittlerweile ihre äh, Wicks nach unten hin fast wieder gefüllt. XRP leider noch nicht, da haben wir immer noch ein bisschen einen größeren Wick nach unten hin, aber trotzdem, wir hatten jetzt eine kleine Altcoin-Korrektur heute Nacht. Nichts wirklich Verwerfliches, Bitcoin weiterhin hier. Mit einem Fakeout aus diesem Ascending Triangle bzw. aus einem Symmetrical Triangle. Der Abtrend hält aber noch, wie das jetzt weitergeht, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video jetzt nochmal ein bisschen genauer angucken. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram, Talk und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt, auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr das Ganze auch traden wollt, wie die ganzen Stockmärkte, Krypto und Gold. Dann kann ich euch nur meine Partner bei So also BingX empfehlen. Dort kriegt ihr mit auch die billigsten Gebühren. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 44.000 US-Dollar. Wir haben jetzt hier in den letzten Minuten nochmal so einen leichten Pump nach oben hin gesehen, bis auf knapp 44.400 US-Dollar. Das ging jetzt relativ zügig nach oben hin. News technisch sollte da derzeit einfach nichts vorliegen. Was aber sehr, sehr interessant ist, und das haben wir ja letzte Woche schon die ganze Zeit immer im Blick gehabt, ist die Funding Rates. Die Funding Rates, also die Gebühren, die pro Trade alle 8 Stunden normalerweise gezahlt werden würden, sind sind mittlerweile bei, teilweise sogar ins Minus gerutscht. Also vor allem bei OKX sind wir hier bei Minus. Das heißt, für Long-Positionen kriegt man sogar ein bisschen Geld. Der Rest ist hier eigentlich relativ im Rahmen. Und das sehen wir jetzt hier schon seit Tagen, dass sich hier die Fundinggebühren immer, immer weiter nach unten orientieren. Das heißt, von oben her kommt eher der ganze Shortdruck. Das heißt, die Leute versuchen hier derzeit in diesem Bereich, obwohl wir die gleiche. Bewegung hatten wir letzte Woche. Also, wir bewegen uns ja hier seit Wochen eher seitwärts. Wurde hier massiv in Longs investiert, die dann wiederum gerackt wurden. Jetzt genau das Gegenteil. Die Leute versuchen den ganzen Markt hier, seit wir hier oben bei 45.000 US-Dollar waren, runter zu shorten. Die Fundinggebühren gehen nach unten. Und da bieten sich natürlich wieder Long-Opportunities. Und das heißt, der Markt ist momentan, obwohl wir jetzt wirklich seit ein paar Wochen wenn wir jetzt mal genau so nachgucken, also so seit Anfang Dezember wirklich in einer kompletten Seitwärtsphase sind, in einer Aufwärtsgerichteten Seitwärtsphase, muss man aber dazu sagen, hat sich der Markt jetzt komplett gewandelt, wirkt deutlich gesünder und jetzt könnten wir theoretisch auch nach oben hin pumpen. Mittlerweile Spot ETF soll wahrscheinlich am 10. kommen, also am 10. Januar. Schauen wir mal, ob das wirklich so ist, wann er dann getradet werden kann. Auch ich rechne ehrlich gesagt nicht mehr mit dieser Woche, außer er wird heute noch irgendwie genehmigt. Ansonsten rechne ich eher damit, dass wir nächste Woche dann wirklich mit einem tradbaren ETF rechnen können, dass diese Woche dieses, das Approval kommt und nächste Woche dann möglicherweise erst das Trading möglich ist. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben, dass unser Fractal, das ist jetzt nur mal so die kurze Zufa Zusammenfassung von dem Fractal, dass wir immer noch Luft haben bis 48.000 oder sogar 52.000 US-Dollar. Das ist weiterhin hier oben dieses Golden Pocket. Wir hatten damals beim El Salvador-Hype, jeder wusste, okay, El Salvador-Bitcoin wird legalisiert. Legalisiert klingt so komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Als Zahlungsmittel akzeptiert. Daraufhin erst einmal komplette Pre-Rally. Und sobald dieses Ereignis stattgefunden hat, kurze Konsolidierungsphase und dann sofort. Runter der Dump und den dann Richtung 38.000 US-Dollar. Das ist immer noch für mich das wahrscheinlichste Szenario. Es würde einen Dump von 24 oder 25 Prozent bedeuten, je nachdem, wie hoch wir steigen, und eine absolute gesunde Korrektur. Wir hätten die FOMO durch das ETF-Approval, dann hätten wir den Dump, indem wir jetzt die ganzen Longs, die dann Nachzügler, dann noch reinkommen in den Markt, rausstoppen und dann können wir möglicherweise mit einem Bullrun reinstarten. Sollte nichts mehr Negatives kommen, zwecks Zinsen etc. pp. Wir haben es im Wochenausblick angeguckt, kann ich euch übrigens nur empfehlen, schaut euch den an. Da ist wirklich das äh, meiste oder das Wichtigste, alles, was es diese Woche ansteht, an News etc. pp drin. Auch Stockmärkte etc. Schaut euch das gerne an auf jeden Fall. Aber diese Woche, wie gesagt, von Montag bis Mittwoch haben wir eigentlich relativ ruhige Tage. Donnerstag und Freitag ist dann deutlich, deutlich interessanter. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Erzeugerpreise und die VPI-Daten, die da auf uns zukommen. Also ab da rechne ich dann auch mit deutlich mehr Volatilität, die dann möglicherweise auch mit einem ETF-Approval dazukommen oder was das dann wieder so ein bisschen verschleiert, müssen wir da mal ein bisschen genauer reingucken. Auf jeden Fall im Einstunden-Timeframe. Tut sich derzeit wenig. Ich bin momentan, muss ich ehrlicherweise sagen, wieder ein bisschen long, eher gestimmt. Also ich bin momentan in einer Long-Position. Das war aber eher hier schon am Wochenende. Stop-Loss seht ihr hier. Das war so meine Stop-Loss-Position 42.900 US-Dollar, weil ich eher bullischer bin anstatt bearish. Die Short-Position hat er jetzt sicher dann auf Stop-Loss-Entry, wo wir letzte Woche darüber gesprochen haben, erstmal gekrallt. Ist so, kann man nichts machen. Und ansonsten ähm, warte ich hier jetzt dann erst einmal ab, wie sich so jetzt der Tag über verhält. Wichtig ist, dass wir über die Marke von 44.400 US-Dollar kommen. Das heißt, dass wir dieses Hoch hier oben rausnehmen. Und ihr seht es auch, in der Vergangenheit war das hier auch so massiver Widerstand gewesen. Das heißt, ein 4-Stunden-Close über 4.480 US-Dollar wäre extrem bullisch. Dann können wir uns auch unser Ziel von knapp eben, ich sage jetzt mal 48, 40 bis 52.000 US-Dollar relativ zügig erreichen mit möglicherweise bullischen News. Ansonsten sollte es sich hier wieder nur um Fake-out handeln, ist das eindeutig eher dann Short-Signal trotz eben möglicherweise negativen Funding-Fees. Ja, gehen wir mal rüber zu den Altcoins. Hier warte ich ehrlich gesagt bei Ethereum noch, dass wir äh, ja diesen Dump hier reinkriegen. Wir haben uns auch nicht die Ineffizienz hier oben mehr geholt. Das heißt, wir sind hier immer noch, genauso wie letzte Woche, nachdem dieser Dump passiert ist, in einer Seitwärtsphase. Das heißt für mich hier absolutes No-Go, hier irgendwie in eine Position reinzugehen. Wenn man hier wenigstens schon mal diesen Wick geholt hätte, nach unten hin, bis knapp 2100 US-Dollar, würde das Ganze ein bisschen anders aussehen. Wie beispielsweise, was wir am Anfang des Videos gesagt haben, Chainlink, Matic, Polkadot. Alle Charts relativ gleich, die den Wick hier unten auf jeden Fall schon mal gefischt hatten. Also hier sind wir schon mal resettet. Ethereum gefällt mir überhaupt nicht, hier irgendwie in eine Position reinzugehen. Das heißt, hier erst einmal noch ein bisschen Seitenlinie, je nachdem, was wir hier zuerst machen. Ob wir erst die Ineffizienz hier oben holen bei 2350 oder dann doch nochmal einen größeren Crash kriegen in Richtung 2070 bis 2100 US-Dollar. Wird sich dann zeigen. Momentan gehe ich, wenn Bitcoin weiterhin steigen wird, eher davon aus, dass wir Ethereum noch ein bisschen steigen sehen. Aber. Sollte die Seitwärtsphase weitergehen, ist es ein Bearishes zeichen für die Altcoins. Wir schauen uns mal kurz die Bitcoin-Dominance an, die auf jeden Fall deutlich nach oben hingeht. Da haben wir auch drüber gesprochen, wir hatten hier einen perfekten Hit in das Golden Pocket hinein. Seitdem kennt die Bitcoin-Dominance noch eine Richtung. Altcoin-Season scheint jetzt erst einmal vorüber zu sein und dann Bitcoin-Season möglicherweise anzulaufen. Die Frage ist nur, schaffen wir es hier wirklich in den Bereich der 57%? Gut vorstellbar. Wenn das ETF Approval kommt, dass wir hier auch eine enorme Rallye nach oben hin sehen, dann die Korrektur, Altcoin season und dann möglicherweise wieder ein Crash und die Bitcoin-Dominanz steigt ein. Das sind so meine Gerüchte, die ich so jetzt gerade in die Welt gesetzt habe. Schauen wir mal, ob das wirklich so kommt. Ansonsten äh, gucken wir nochmal rüber zu Gold. Unser Short, perfekt, also läuft wirklich in unsere Richtung. Auch hier werden wir sehr, sehr wahrscheinlich Take Profit 2 im Laufe jetzt der nächsten Stunden dann mal nehmen. Wir sind schon bei 2031 US-Dollar. Wir werden uns diesen Wick hier unten dann ganz, ganz genau angucken. 2024 ist auf jeden Fall das Ziel. Ansonsten DAX Short schauen wir auch mal, wie der jetzt heute läuft. Ich rechne auch eher hier mit sinkenden Märkten, wenn wir uns mal den Nasdaq angucken, der schon wieder ein bisschen federn lässt und den S&P 500, der auch ein bisschen federn lässt. Vorbörslich könnte uns das perfekt heute in die Karten spielen und Bitcoin, wie gesagt, könnte weiter pumpen. Gerne mal eure Meinung in die Gruppe, äh, in die Gruppe schreiben. Natürlich auch gerne in die Gruppe schreiben, aber unten in die Kommentare reinschreiben. Denkt ihr, wir pumpen weiter? Wann kommt das ETF Approval? Ich habe es 100.000 Mal jetzt schon in die äh, Telegram-Gruppe hier reingeschrieben. When ETF? Keiner gibt mir hier eine richtige Antwort. Aber gut, schauen wir einfach mal weiter. Ansonsten äh, wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Startet gut in die Woche rein. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Und dann würde ich sagen, hören wir uns eventuell später nochmal. Ansonsten bis morgen. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypt.